Hallo, hier ist Felix, Dienst Gott mit Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir unter anderem die 100 Münzen Insignie in Playa del Sol geholt und Sol. Und jetzt werden wir mal der Hauptgeschichte weiterfolgen. Das war ungewollt, Entschuldigung, Toad. Wobei, werden wir das? Kleinen Moment, ich muss noch kurz schauen, ob wir das werden. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Nein, wir noch nicht. Aber gleich. Da würde ich alle Kisten binnen 30 Sekunden für einen Preis. Ja. Übung kommt später wieder. Später ist jetzt. Ja. Ach komm. Und geht doch. Das war großartig, du bist der Beste. So. Diese kleinen Nebenaufgaben hier. Weiß nicht, ob es noch eine höhere Stufe gibt, aber. Ja, mit Wandsprüngen hätte ich jetzt eher mit den Wandsprüngen probieren sollen als mit dem Rückwärtssprung. Keine Sorge, ich bin gerade nicht auf der Jagd nach 100 Münzen. Eigentlich was anderes vor. Wenn ich mich gerade nicht ganz arg vertue, muss man natürlich dazu sagen. Sieht aber leider doch so aus, als ob ich mich vertun würde. Ach, Menno. Das war ein interessanter Schub. So. Mhm.
Sind wir jetzt wieder zurück teleportiert worden? Nee. Wir sind, ja, im Prinzip am Eingang zu unserem neuen Gebiet. Reparaturarbeiten an der Honolulu-Haubitze. Der Hafenausfahrt im Westen sind abgeschlossen. Jep, das hier ist eine Kanone. Und auch wenn man hier, wenn man sich das Ding so ansieht, auch wenn man hier eigentlich nirgendwo sehen kann, wo genau da geschossen wird, da ist ein Schussrohr. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber egal. Parco Fortuna, der Auftritt von Robo-Bowser. Yep, ein neues Gebiet. Auch nicht unbedingt das leichteste. Aber wieder eines, in dem es genügend zu tun gibt. Auf jeden Fall, wie man sieht, ein Freizeitpark. Hat's aber jemand eilig. Und er kann schweben. Wahnsinn, was für ein Spektakel. Eine neue Show von uns. Ihr zwei seid einmalig. Wer euch einstellte, verdient mehr Geld. Ich liebe das. Einer ist der furchtlose Helden, der andere ist ein böser Doppelgänger, der genauso aussieht. Als Leiter des Parks liegt mir dein Erfolg am Herzen. Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach. Ja, und damit sind wir auch hier gleich bei unserem ersten Bosskampf. Ein, muss man sagen, sehr fragwürdiger Bosskampf gegen Robo-Bowser. So, wir sind hier. Wir sammeln hier immer wieder Raketen ein und... ja. Müssen uns eigentlich... Autsch! In den besagten Raketen entsprechend zur Wehr setzen. Die Kugelwillis können wir eigentlich... Zack! Die Kugelwillis können wir eigentlich auch mit dem Wasser zerlegen. Na super. Ja, und das ist der Punkt, an dem das Ganze ein bisschen fragwürdig ist mit diesem Flammenwerfer. Oder auch im Hinblick darauf, dass... Na, wie gesagt, die kriegen wir im Wasser kaputt. Aber wir kriegen hier teilweise die Raketen... ja, zu unmöglichsten Zeitpunkten. Wo ich nicht wirklich weiß, wie man da Robo-Bowser anständig treffen soll. Aua! Er kriegt halt auch keinen anständigen Winkel für die Raketen. Es geht schon, aber... ja, hier... was soll ich machen? Was soll ich da großartig dagegen machen?
Natürlich knapp drüber. Hier sehe ich nicht mal was. Das heißt, wenn so ein Kugelwilli daherkommt, kriege ich es nicht einmal mit. Ah, geht doch. Also dahingehend ist der Bosskampf furchtbar. Bin das nur ich oder sind die Sprecher in den Sequenzen extrem leise? Erster Anlauf wäre auch langweilig, ne? So, aber da diese Mission nun erledigt wurde, glaube ich, dürften einige Dinge passieren außerhalb. Yep. Jetzt, da die Geschichte weitergeht. Ich hätte gesagt, wir machen in dem Gebiet einfach gleich weiter. Ne, in dem Park können wir jetzt durchaus einige Dinge erledigen. Park Fortuna, das Geheimnis der Strandkanone. Ja Mensch, was das nur bedeuten könnte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hierher. Und das während wir die ganze Zeit beschossen werden. Diese blauen Münzen werden wir uns auch noch irgendwann holen. Das sind Zeitbomben, die wir wieder auf ihn zurückwerfen wollen. Wie man sieht, können wir die deaktivieren, indem wir die anspritzen. Alles nicht wirklich dramatisch. Aber ich glaube, dass wir bei der Mission hier wieder die 100 Münzen sammeln werden. Einfach weil wir hierfür nicht in den Park müssen. Und dann gegebenenfalls zwei Gebiete haben, bei denen wir Münzen holen können. Tja, und da haben wir wieder eine neue Mechanik, nämlich die verschwindenden Blöcke. Do 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 do
Leider verschwinden die unterschiedlich schnell. Wupp, das war knapp. So. Na gut, dass keine blauen Mützen in solchen Bereichen hier auftauchen. Ja, diese Sprungplatten sind auch eine neue Mechanik. Auch nicht unbedingt die beste Mechanik der Welt. Weil die Lenkphysik mit den Dingern wirklich furchtbar ist. Sobald auch nur der leiseste Schwung dabei ist, kann man es fast vergessen. So, da wollen wir schnell sein. Zeit sparen, das Leben brauchen wir nicht. Und fertig. Das war weniger dramatisch. Und was ich aber auch glaube, dass diese Hintergründe stellenweise kleine Yoshi's Island Easter Eggs sind. Also gerade das hier sah doch sehr nach dem Zeichenstil von Yoshi's Island aus. Also Zeichenstil, ne? In Anführungszeichen. Und wieder zurück. Und gerade eben kam mir der Gedanke von wegen, ja, eigentlich haben wir ja gar nicht so viele Gebiete noch in dem Spiel übrig, aber doch, das sind noch einige. Da haben wir noch genug zu tun. So. Rote Dukaten auf dem Piratenschiff, ja. Da müssen wir diese Attraktion hier uns ansehen. Die beiden Piratenschiffe hier, die immer wieder Schwung aufnehmen und ah, die verlieren den Schwung auch wieder. So. Aber das ist nicht der einzige Ort, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich auch da noch rauf auf das Gestänge um die Achterbahn herum. Da muss ich jetzt mal kurz schauen, ob wir da irgendwie anderweitig hochkommen. Aber ich meine ja. Hier zur Vorsicht noch schauen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So, holen wir uns erstmal die hier. Und hepp. So, wie kommen wir jetzt da am besten hoch? Bisschen anders als gerade gedacht, aber was immer funktioniert. So, und jetzt müssen wir da noch rüber, wenn ich mich nicht täusche. Mal schauen, nicht, dass hier in dem Kasten noch eine Münze war. Nee. Alles klar. Da müssen wir jetzt erstmal wieder die Kerlchen loswerden. A drücken Sie. A.
Müssen wir halt wieder den Weg nehmen. Über die Schiffe gehe ich garantiert nicht. Wir gar nicht wissen, wie sie es mit den Schwebedüsen des Dreckweg steuern würde. Ich meine, es gibt ja so... Jemand hat ja tatsächlich ein ähnliches Transportmittel entwickelt. So. Weg mit dir. Mit der Münze. Weg mit dir. Weg mit dir. So, und schon haben wir freie Bahn. So eine Kraft muss man erstmal haben, um sich derartig herumhangeln zu können. So. Na dann, holen wir uns die letzte Münze. Und die Insignie erscheint tatsächlich mal direkt vor uns. Ist doch auch schön. Kein ewiges Herumgerenne mehr, sondern einfach mitnehmen. Na klar doch. Selbiges Spiel wieder. Wir machen die Gebiete schon wieder soweit fertig. So ist es nicht. Der Untergang der Sonnenblumen. Ja, denen geht's ziemlich mies, wie man sieht. Und um denen zu helfen, müssen wir die Dinger hier aufwecken. Ich nehme jetzt einfach mal an, das sind Koopas. Die müssen wir da im Sand landen lassen, um sie dann entsprechend zu erledigen. Ich habe keine Ahnung, was sie sagen. Aber... wird schon richtig sein. Man sollte allerdings darauf achten, dass sie im Sand landen. Achso, die werfen die direkt dahin, wo ich bin. Okay. Ja, aber ich werd nicht bei dieser Mission die 100 Münzen sammeln. Das machen wir bei der Kanone, bei dem Geheimnis. Whoop. Schon interessant, ne? Dass da gleich die Pflanzen sprießen, sobald der Cooper erledigt ist. Nochmal, haben die alle geschlafen? Haben gerade geschlafen. Und dann kommt ihr einfach her. Mario? Okay. Ich habe zwar eigentlich die Taste gerade komplett reingedrückt, aber Mario dachte, nö. Ich laufe trotzdem weiter. Und hepp. Zack, zack. Und erledigt. Und damit kann auch die Große wieder ihr Köpfchen erheben. Die hat aber nicht nur eine Münze für uns. So, weil ich aber mir ziemlich sicher bin, dass die nächste Mission wieder eine ekelhafte ist, widmen wir uns jetzt erstmal wieder was ganz anderem, hätte ich gesagt. Und was nehmen wir da? Oh, erstmal das hier. Endlich ist es soweit. Hab schon drauf gewartet. Mario Morgana hat... geheimnisvolle Mützenmann, ja, ja, ja. So.
treffe ihn einfach nicht, ne? Kommst du her? Nein, komm jetzt! Kamera drehen! So. Wohin hast du dich jetzt wieder verzogen? Verlieren immer so schnell aus den Augen. Kollisionsabfrage. Abfrage. Komm schon. Hast du jetzt demnächst mal genug? Halleluja. Mist, ich war kurz davor, auf Yoshi zu reiten. Ja, jetzt ist das Yoshi hier oben. Na, perfekt. Ja, jetzt haben wir endlich Yoshi. Wie ihr seht, verlangt Yoshi nach einer bestimmten Frucht, die wir auch so gleich zu ihm bringen werden, sobald ich herausgefunden habe, wo es sie gleich nochmal gibt. Aber zur Not schauen wir einfach hier weiter vorne zu den Obstständen. Da gibt's eigentlich alles, was man braucht, genau. Und um da wieder hochzukommen, kann man diese Dächer hier nutzen. Weil die interessanterweise fehlen wie nochmal was. So. Bitteschön, Yoshi. Du und Yoshi haben sich angefreundet. Gib ihm doch Drücken von B zu essen. Ja, und Yoshi brauchen wir jetzt unter anderem, um diese Ananas hier wegzufressen. Das ist allerdings in diesem Fall nun kein geheimes Gebiet, sondern das ist jetzt tatsächlich einfach ein neues Level. Was Yoshi aber recht gut kann, das ist, der kann diese Vögel einfach auffressen und dadurch ihren, in Anführungszeichen, Inhalt zutage fördern. Und das ist nicht nur wegen der blauen Münzen wichtig. Genau, der kann das nämlich so. Das Einzige, was an Yoshi halt wirklich schrecklich ist, dass er ist vom Schwungverhalten her noch schlimmer als Mario. So. Haben wir dich. Aber wenn ich mich ganz, wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es da noch einen Vogel, der noch wichtiger war. Wollen wir natürlich mit Yoshi erstmal wieder da hochkommen. Da ist nur die Frage, wo sich dieser Vogel befindet.
Aha, wo ist der? Auf jeden Fall können wir eine Sache mit Yoshi machen. Und zwar können wir... Yoshi kann nämlich Saft spucken. Und wenn wir das machen, dann können wir dieses Zeug hier auflösen. Wer sich erinnert, das Zeug haben wir auch bei Playa del Sol schon mal gesehen. Wie gesagt, ich bin gerade am Überlegen, wegen dieser Vögel. Von denen war es keiner. Seltsam. Warum hocken die denn da? Hatten die denn da zu suchen? Ach ja, und Yoshi verträgt kein Wasser. Na gut. Mal gleich abbrechen. Nee, nehmen wir gar nicht an. So, so. Ja. Ja. Weißt du, wenn der Wandsprung einfach mal funktionieren würde, wie er soll? Hätte ich das längst getan. Nö. Abgelehnt. Nö. Wenn es nicht in einem Zug schafft, dann können wir das gleich vergessen. Aha. Nö. Okay, Leute. Dann werde ich aber an dieser Stelle die Folge beenden und wir probieren das Ganze in der nächsten Folge weiter. In dem Sinne, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Super Mario Sunshine. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.